Hi, Konnichiwa. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme, natürlich von Lego Star Wars, die komplette Saga. Diesmal mit Prinzessin Leia, ja, die beste Disney-Prinzessin der Welt, und alle anderen sind nichts dagegen. Was sage ich deshalb, weil ja Star Wars inzwischen zu Disney gehört, und dann, ja, macht Sinn, dass, ja. Aber du bist auch cool, mein Freund. Wie dem auch sei, das letzte Mal haben wir, sind wir auf Endor gelandet und haben ein bisschen, ja, sind da rumgeslidet und haben so ein bisschen die ja, Station da zerstört. Und jetzt wird spannend, denn jetzt kommen wir zur Schlacht von Endor. Und wir haben die Hälfte aller Kapitel durch, ne, also die Hälfte ist, drei Kapitel haben wir, jetzt sind wir schon mal vier, und wir nähern uns jetzt langsam dem Ende. Jetzt kommt die Schlacht um Endor. Dann wird der Kampf mit Vader kommen und natürlich noch der Kampf im Todesstern. Das heißt, jetzt wird es nochmal spannend, drei Folgen lang, und darum, los geht's! Star Wars Episode 4, 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Kapitel 4, die Schlacht um Endor. Die Rebellenflotte nähert sich dem Todesstern und Luke Skywalker hat sich den imperialen Truppen gestellt. Nun ist er zum Todesstern unterwegs, um Darth Vader ein letztes Mal gegenüberzutreten. Das Kommandoteam unter Han Solo macht sich auf den Weg zum imperialen Schildgenerator auf Endor. Doch die Rebellen tappen in eine Falle. Obwohl der Todesstern noch unvollständig erscheint, ist deine Wahrheit bereits voll funktionsfähig. Und auf das tapfere Einsatzteam der Rebellen wartet eine tödliche Überraschung. Ja, wir haben es gerade gesehen. Lego darstellt Luke Skywalker, also Luke, der ist jetzt auf dem Weg zu Vader. Und das werden wir halt in der nächsten Folge sehen. Das brauchen wir ja nicht, wir haben ja keine Idee bei. Ja, jetzt haben wir die kleinen E-Books hier. Ich fand die immer schon so süß, so wicked. So ein bisschen wie so eine Bären, ja, so ein bisschen. Aber auch die Musik und alles ist interessant. Alles sehr interessant. Und die Musik in jede. Ah. Ja, man kann sagen, was man will, aber für mich persönlich ist John Williams einer der besten Komponisten. Ja, also so großartige Stücke. Er hat ja nicht nur für Star Wars, auch für Indiana Jones hat er geschrieben, für Jurassic Park. Und man erkennt einfach, alle Songs, die man, oder Melodien, die großartig sind, stammen meistens von ihm oder von Hans Zimmer. Hans Zimmer und John Williams sind eigentlich die großen, für mich persönlich, großen großen Komponisten, die ich kenne. Aber wir haben erst einen Wicket, das heißt, wir können jetzt den Stein schleudern. Ja. Oh, sorry. Alter. Ja, Han, der ist nicht so erfreut von denen, oder was? Der schlägt gleich mal um sich.
Ja, einmal ein bisschen zerstören. Natürlich kann nur er ran. Ja, man hat gerade gesehen, wenn man die Filme kennt, weiß man, die verehren ihn, weil sie denken, er ist eine Gottheit, weil der goldene Gott oder so, keine Ahnung. Und ja, sie verehren ihn halt und somit retten sie ihn, weil normalerweise hätten die denn sonst die ja, gefangen genommen. Aber so freuen sie sich halt an. Ach ja. Wo geht's denn jetzt sitze hin? Ah, jetzt kommen wir langsam zu anderen Gefilden. Wir gehen gleich in den Wald rein. Wir sind ja noch in den Bäumen und gleich wird's ein bisschen nicht mehr so friedfertig. Denn hier. Oh ja, da kommen schon die ganzen. Ja, jetzt kommen schon die Sturmtruppen hoch. Man kann sagen, was man will, aber das Imperium erinnert mich so stark an damals. Also die. Kann man sagen, an so ein Regime, an die Nationalsozialisten. Und das habe ich schon immer irgendwie im Kopf gehabt. So, der Imperator, wie er aufgestiegen ist, das ist alles so eine Parallelen. Die Rebellen, die sich dann, aufsammeln. Und die Jedi, die vernichtet werden, die ausgerottet werden, weil sie mit den, und. Es gibt so viele Parallelen und auch jetzt hier, wo sie die Welten Slaven oder dann einfach, ja, die Macht an sich reichen wollen über die ganze Galaxis. Das ist einfach so. Ich glaube, es soll auch das. Ich glaube, es wurde sogar schon mal gesagt oder im Interview, dass das sehr daran gelehnt ist, an halt so, naja, geschichtliche Sachen. Zum Beispiel bei den Rebellen oder beim Todesstern, der Kampf, der so ein bisschen an die Kampfszenen von früher im Zweiten Weltkrieg mit den Flugzeugen und. Also viele Parallelen und das fand ich schon immer interessant. Ich bin ja auch einer, der sich für die Geschichte interessiert, die Geschichte. Sei es Japan, sei es China oder sei es halt in Deutschland. Naja. Und jetzt geht's aber ab in den Dschungel. Ab in den Dschungel. Los, Freunde, auf geht's. Okay, jetzt geht's los. Der Krieg hat begonnen, Freunde. Die Schlacht um Endor. Sorry, das war ich nicht. Und hier steht ja rum wie so die Idioten. Ah, Nummer 1. Und es ist immer so, da oben an dem wahren Jedi kann man so ein bisschen mal erkennen, wie lang das Level ist. Also wenn das sich sehr schnell auffüllt, weiß man, das Level ist nicht lang. Wenn es länger braucht, weiß man, das Level ist sehr lang. Und das merkt man mal. Also so habe ich mir das immer. Ist eigentlich cool. Man sieht dann immer so, okay, das ist ein bisschen längeres Level. So. Ja, mit dem Münzen Magneten ist einfach perfekt. Es passt sehr, sehr gut. So, Freunde. Mein Freund, deine Zeit ist gekommen. Oder auch nicht. Müssen wir einmal runter machen. Aha. Han. Danke, mein Freund. Dö.
Oh, getroffen aus dem Stegreif. Also aus dem Außenflug getroffen. Ah. Ja. Wir müssen ja noch ein bisschen Geld sammeln. Wir sehen, ja. Die Hälfte haben wir noch nicht erreicht. Wie er immer die anderen abknallt, ne? Dudi. Dudi. Dadam. Badam. Dam. Badam. Ja, zu früh gefreut, meine Freunde. Ja, jetzt haben wir die Hälfte fast erreicht. Dann den Traktor zusammenbauen. Die kennen wir ja schon aus den Lego City, also aus den Lego-Städten. Da haben wir schon Geld hier. Ah, jo, das... Kannst du die ganze Zeit machen. Kriegst du auch Geld, okay. Na, und natürlich wieder. Der goldene Gott. Nicht treffen. So. Okay, Freunde. Ja, wunderbar. So, das ist für bestimmt für die beiden. Schau schnell. Ah, weil er kommt da nämlich nicht durch. Ba, ba, da, ba. Ah. Oh. Erstmal Arme ausreißen. Fand ich schon damals zu cool. Reicht der erstmal die Arme aus. So. Jawohl. War richtig. Okay, auch müssen wir hier nicht, wahrscheinlich nicht. Ah. Okay. Wo geht's das hin, Freunde? Ah, ich sehe schon, jetzt kommt's. Und tschüss. Und tschüss. Jawohl. Balababam, balababam, babada. Jetzt ran hier, kleinen Idioten. Oh Gott, da ist der Bunker, ich sehe ihn.
Falscher Hund da. Zerstöre alles hier. Ups. So, wird ein Schuh draus. Ah, erstmal alles zerstören hier. Sorry. War nicht. Okay. Zerstörung ist immer gut. Vorher habe ich schon mal gedacht. Und der Vari, die ist, denke ich mal, auch erreicht. Oh, alle sind da. Jawohl. Können wir da hochkommen. Und ich weiß auch schon, wie. Hudi. Dodi. Yeah. Dankeschön. Ja, die Schlacht ist somit, denke ich mal, fast entschieden. Jetzt geht es nochmal ins Eingemachte. Aber es hat auch eigentlich alles geklappt. Ja, Vari, die ist für mich immer wichtig, dass wir den erreichen. Und der Rest ist mir alle relativ egal, ne? R2? Da bist du. Ist auch wie im Film, da ist auch R2, der das öffnet. Glaube ich. Nee. Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall auf in den Bunker. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, einfach alles zerstören. Ich finde das so cool, da die Designs, ne? Wie das alles so gemacht ist. Oh Gott, das ist jetzt. Oh Gott, jetzt geht's nochmal los hier, Freunde. Und wir sehen schon, was wir machen müssen. Wir müssen auf jeden Fall alles zerstören. Okay, erstmal hier. Yep, ich sehe schon, wir müssen da rein und dann die Bomben platzieren, die schon da liegen. Hallöchen. Okay. Jetzt wird es interessant. Macht haben wir nicht, ne? Ich werde bestimmt, unser Freund. Ja. Oder du schon ein bisschen karambuliert bist. Ganz kurz mal. Ja. Ah, oh. So, mein Freund. Jetzt aber los hier. Zack, zack. Und tschapp. Das wäre dann Nummer 2. Da lacht er. Ja. Also hier haben wir auch nochmal ganz viel Geld gekriegt, hier wieder den Freund abbauen. Ah, ich sehe wieder mal sowas.
Ja, ich find das ziemlich cool hier auch. Hier in Episode 6, die Levels sind auch sehr, sehr cool. Alle Level sind cool, ja, muss ich wirklich sagen. Die gefallen mir alle, sind so gut designt und es macht einfach Spaß. Spaß ohne Ende. So. Sogar in der richtigen Reihenfolge, Mensch. Das freut mich. Es freut mich besonders. So, müssen wir mal gucken hier. Zack, zack, zack. Wieso explodiert das immer? Ich hoffe, wir sind einfach zu mächtig. Nein, das war schon richtig. Danke, bitteschön rein da. Wunderbar. Und einmal bitte. C3PO. Du bist gefragt. Auch weil das letzte Mal. Und dann können wir die Bomben. Da müssen sich wahrscheinlich die zwei Hebel da draußen heben. Und da haben wir auch nochmal. So. Einer fehlt noch und da haben wir noch zwei Hebel, nämlich draußen. Oder was? Ein Hebel fehlt noch. Müsste noch ein zweiter bestimmt irgendwo sein. Da oben ist ein Hebel. Ah, ich glaube da ist ja noch ein Hebel. Ich sehe es gerade. Ja. Okay. Ja, man muss ein bisschen. Ich habe sowas beim ersten Mal oder zweiten Mal, dass ich gespielt habe, immer, dass ich das nicht gesehen habe, richtig. Und dass da ein Hebel drin ist. Ah, ja. Und ja, ja, mein Freund. Bingo. Jawohl. Hab's doch gewusst. Man muss halt ein bisschen gucken. Sorry. Ich wollte eigentlich nur den Helm abhauen. So, jetzt ist alles klar. Okay, schnell. Ja, Level abgeschossen, Freispiel freigeschaltet. Und ja, damit erhalten wir Han Solo Endor. Und ob den Wicket. Ja, damit haben wir alle Charaktere oben. Also keinen freien Platz mehr. Es gibt nur noch welche, die wir kaufen können. Ansonsten. Und natürlich haben wir die Wachenjäger auch. Viel Geld gesammelt. Ein Minikit. Und ich denke mal 16. 116 goldene Steine. Und wir haben 8 Millionen. Ja, ich würde sagen, das ist mal gar nicht so schlecht, ne? Also an Geld mangelt uns nicht. Und wenn wir die ganzen Sachen dann kaufen noch. Wir brauchen das Geld noch und es wird weniger werden. Wenn wir die Episode 6 abgeschlossen haben, dann wird man auch sehen, warum. Egal. Also hier haben wir auf jeden Fall noch einiges denn zu tun. Und als nächstes wird dann kommen Jedi Schicksal. Das heißt, ihr habt Luke Skywalker, Vader und der Imperator. Das heißt, der Kampf würde dann beginnen. Und jetzt haben wir bestimmt Figuren. Denke ich mal. Siehst du? Na gut, den Ewok. Ja, wir sehen hier schon, was für Charaktere hier noch kommen werden. Ja, ne? Und wer das hier sein kann, man kann sich das vielleicht denken. Ja, wir haben 74,5% freigeschaltet. Und ich würde sagen, das war's mit Episode 6. Bevor Lea hier alle umbringt, sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei, ja, Jedi Schicksal. Adios, Namas, Sayonara, und möge die Macht mit euch sein.